Hallo, in diesem Video erkläre ich, wie ihr euren Bildschirm aufnehmen könnt. Dazu benötigt ihr eine Screen Capture Software. Für den Mac gibt es ScreenFlow für ca. 75 Euro. Für Windows kann ich Camtasia Studio für ca. 220 Euro empfehlen. Oder Cam Studio, welches gratis ist. Wollt ihr Videos von Spielen aufnehmen, trefft ihr mit Fraps eine gute Wahl. Dies kostet ca. 30 Euro. Es gibt allerdings auch eine kostenlose Version, die etwas älter ist. Nehmen wir uns die Programme einfach mal vor. Fangen wir an mit Cam Studio. Dies bietet eine Menge Optionen. Allerdings ist es am Anfang nur wichtig, eine Region auszuwählen. Dann klickt ihr auf OK. Nun könnt ihr mit F8 oder dem Aufnahme-Button die Aufnahme starten. Nun stoppt ihr die Aufnahme. Jetzt könnt ihr sie euch noch einmal ansehen. Cam Studio bietet noch eine Menge weitere Funktionen wie das Einblenden von Anmerkungen. Diese könnt ihr euch aber selber in der kostenlosen Version anschauen. Cam Studio ist da schon einiges professioneller. Ich stelle hier die 30 Tage Testversion vor. Wir sehen sofort, dass ja auch eine Schnittsoftware mit integriert ist. Hier oben können wir die Aufnahme starten. Auch hier wählen wir einen Bereich aus und können gegebenenfalls den Ton anpassen. Dann klicken wir auf Record. In 3 Sekunden wird die Aufnahme beginnen. Sind wir fertig, klicken wir auf Stopp. Und wir können uns das Video ansehen. Sind wir zufrieden, können wir dieses speichern und bearbeiten. Jetzt können wir noch Musik oder anderen Ton und Effekte hinzufügen. Eine besondere Funktion sind noch die Schwenks oder Zooms. Dazu wählen wir uns eine Zeit aus. Fügen ein Keyframe hinzu und zoomen es an eine bestimmte Stelle, auf die wir uns konzentrieren möchten. Unten können wir noch genauere Einstellungen anpassen. Zum Ende zoomen wir einfach wieder heraus. Jetzt können wir uns das Ergebnis ansehen. Schauen wir uns nun die Software zum Aufnehmen von Spielen an. Die kostenlose Version von Fraps hat eine Menge Funktionen. Jedoch ist es nur wichtig, dass wir einen Hotkey für die Aufnahme auswählen, in diesem Fall F12, und die Framerate einstellen. 30 sind empfehlenswert. Die neuere und 30 Euro teure Version von Fraps bietet noch mehr Funktionen. Uns interessiert jetzt nur der Movies-Reiter. Hier wählen wir einen Folder aus, in dem die Videos gespeichert werden sollen, auch einen Hotkey, Framerate und gegebenenfalls können wir noch den Sound mit aufnehmen. Ich habe hier nun das Spiel Minecraft gestartet und es fällt sofort oben links eine gelbe Zahl auf. Dies zeigt die Bilder pro Sekunde an, die wir zurzeit haben. Drücken wir nun F9, wird diese Zahl rot. Das heißt, Fraps nimmt auf.
Ist die Aufnahme fertig, drücken wir wieder F9. Nun können wir Minecraft beenden. Wenn wir auf Wraps gehen, können wir mit einem Klick auf View einen Ordner mit unseren Videos anschauen. Dies ist das Video von gerade eben. Das war es auch schon. Viel Spaß beim Videos machen.